Auch Gilded Goose für 0 würde ich respektieren. Leute, für heute habe ich uns nochmal ein Budget-Deck mitgebracht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Euer Feedback unter der monoroten Episode war wieder großartig. Wenn ihr heute nochmal an den Daumen hoch denken könntet, wäre super nice. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir kümmern uns heute um UW Control, quasi das genaue Gegenteil zu dem monoroten Agro-Deck. Also heute alles deutlich langsamer, etwas entspannter. Wir wollen wirklich mit den Gegnern interagieren, egal welches Deck gespielt wird. Und dann wollen wir im späteren Spielverlauf mit unseren teuren Finisher-Karten das Spiel gewinnen. Hier der Vorteil wieder, wir können das Deck super leicht zusammenbauen, wir haben keine großen Synergien, wie zum Beispiel bei einem Landfall-Deck. Wir müssen nicht genau die 100% richtigen Karten spielen, solange die Karten einfach nur die richtige Rolle in der Strategie erfüllen. Sollte das Ganze einfach funktionieren, ich zeige euch wieder einige Alternativen. Wir zocken heute auch wieder mit der Budget-Variante, das ist genau die Variante hier, also das wird unsere Endversion sein. Die sollt ihr natürlich so nicht komplett zusammencraften. Ich gebe euch jetzt die Tipps, bevor wir dann damit zocken werden. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, warum werden die Karten überhaupt gespielt? Was kann man upgraden? Was gibt es für Alternativen? Und ja, starten wir einfach mal hier bei den Kernkarten. Die Rare-Karten sind natürlich auch hier wieder besonders wichtig. Großer Vorteil, in der Startversion haben wir keine Mythic Rares. Die sind auch am Ende tatsächlich nicht 100% nötig, je nachdem, wie ihr das Deck am Ende aufbauen wollt. Also so an sich schon relativ preiswert, und sobald man eben hier die Kernkarte Shatter the Sky, das Mars Removal hat, das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Wenn ihr die ersten Wildcards hier in die Finisher Karten und das Shatter investiert, dann seid ihr schon mal richtig gut aufgestellt. Aktuell werden halt super viele kreaturenbasierte Decks gespielt, damit kann man halt auch sehr gut anfangen, die Agro Decks, eben wie das Monorote Deck, und wir wollen halt immer die Option haben, hier mit einer Karte das komplette Feld aufzuräumen, ordentlich Kartenvorteil natürlich auch so zu generieren. Wir benutzen eine Karte, um teilweise 2, 3, 4, 5 oder mehr Kreaturen bei unserem Gegenüber abzuschießen. Also schon immer eine wichtige Kernkarte. Hatten wir auch bei dem letzten UW-Control-Deck. Also da hat sich nicht viel geändert. Ist eine ganz klassische Strategie. Wir haben halt nur neue, gute Karten durch Zendikar bekommen. Soweit sind wir aber noch nicht. Erstmal hier noch die Finisher. Ich habe jetzt hier einen Trawler im Deck. Kann man durchaus zweimal spielen. Falls ihr irgendwie Glück hattet oder durch Zufall ganz viele davon im Booster waren. Ihr habt 3 oder 4. Kann man im Notfall auch zocken. Theoretisch kann man auch 2 Trawler spielen, ein paar andere Karten, die gleich durch die Upgrades kommen, und dann reicht das tatsächlich schon. Ich mag aber die Variante hier persönlich sehr gerne, noch 4-mal Shark Typhoon, ist halt eine gute Karte gegen andere Decks mit Counterspells. Die Cycling-Fähigkeit kann halt hier nicht aufgehalten werden mit den normalen Countern. Wir können uns immer das Mana aufhalten, und auch wenn der Gegner einen Counter hat, wir können immer cyclen, kommen immer an den High-Spielstein ran. Eine richtig gute Karte. Also mein Favorite, könnt ihr aber spielen, wie ihr möchtet eigentlich, ob das jetzt Typhoon, Trawler oder noch ein Budget-Finisher für den Anfang ist. Ihr könnt auch einfach eine große fliegende Kreatur spielen, vielleicht was mit Lebensverknüpfung, ähnlich wie der Trawler, vielleicht was mit Wachsamkeit, dann kann man angreifen und verteidigen. Also auch hier könnt ihr wieder Karten austauschen. Hauptsache am Ende können wir irgendwie das Spiel gewinnen. Ja, unsere Finisher, Typhoon, Trawler, 4-mal Shatter, einfach die wichtigsten Karten. Hier am Anfang ansammeln, das ist auf jeden Fall noch eine Budget Karte, ist aber in einem Arena Starter Deck drinne, könnt ihr also auf jeden Fall am Anfang zocken. Ich möchte natürlich, dass ihr hier für die Starter Version euer erstes Control Deck, dass ihr da gar keine Karten für craftet. Das ist natürlich am sparsamsten oder eben am effektivsten. Wir wollen nichts craften, was wir am Ende nicht brauchen. Ansammeln ist immer solide, ist sowieso in der Sammlung. Zocken wir hier im einen Mana Bereich, dann haben wir hier Cleric und die Disruption, die beiden neuen Karten aus Zendikar, die auf der Rückseite ein Land haben, müssen nicht unbedingt tatsächlich in dem Deck sein. Zeige ich euch gleich Alternativen. Die Karten würde ich also nicht sofort craften. Wenn man am Anfang allerdings mit einer Mana-Base spielt, die noch nicht alle Doppelkarten hat, genau wie wir das heute machen, die Budget-Mana-Base, dann ist das ganz gut, tendenziell noch mehr Länder im Deck zu haben. Auch hier der Cleric, super Agro-Stopper, passt also echt gut ins Deck. Können wir auf jeden Fall zocken, habt ihr ja auch vielleicht in den Boostern. Dann natürlich Zug 3 oder wenn wir 3 Mana haben, ein Counter ist auch ein Klassiker. Die Karte ändert sich eigentlich nur von Edition zu Edition. Die Competitive-Decks werden ja eigentlich gar nicht anders gebaut, wie wenn ihr jetzt ein Deck in eine Budget-Version verwandelt. Es gibt immer irgendwie Alternativen für
die Competitive-Liste suchen wir uns halt nur die besten Einzelkarten für jede Position im Deck raus. Hier der Counter ist halt super, super gut. Zocken wir auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall mit den Uncommon-Wildcards am Anfang craften. Wäre hier mein Tipp, also die Uncommons neutralisieren und die Rares ein, zwei Shatter, ein Trawler und dann andere Finisher spielen und dann als erstes auf jeden Fall hier das Mass-Removal auf viermal bekommen. Dann könnt ihr das Deck eigentlich auch schon zocken. Hier die Karten, das sind ja schon unsere Budget-Alternativkarten, die kann man auch zocken. Gerade hier negieren ist ein super guter Counter, kann man immer einmal im Deck haben. Habe ich jetzt heute zweimal im Deck, tue ich mal hier zu unserem Counterpaket. Wir machen natürlich gleich noch die Alternativen, aber so wird das heute aussehen. Capture Sphere noch im 4-Mana-Bereich ist jetzt auch nicht die optimale Karte. Müssen wir heute einfach zocken als Interaktionsspell. Dann hier Banishing Light, wenn ihr die Karte öfters habt. Die ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, also würde ich nicht unbedingt craften, um Ressourcen zu sparen. Aber wenn ihr die Karte viermal habt, könnt ihr auf jeden Fall hier im 3-Mana-Bereich als Removal spielen. Richtig gut. Trifft ja quasi alles außer Länder. Ist auf jeden Fall besser als Waternaut, Charmed Sleep und hier die Morphosis. Die muss ich nämlich heute spielen. Ich habe wieder eine Budget-Variante wie bei dem roten Deck quasi gebaut. Also hier gut aufgefüllt, unser Removal im 3-Mana-Bereich und noch dreimal die Research, um einfach Kartenvorteil zu machen. Das braucht das Deck auch auf jeden Fall. So viele Card-Draw-Karten haben wir nicht. Ist natürlich auch hier eine Budget-Karte, kann man aber ganz gut zocken. Und so würde dann heute unser Budget-Deck aussehen. Wenn ihr so eine Grundlage habt, gegebenenfalls einfach hier die Counter austauscht, andere Agro-Stopper spielt, anderes Removal, je nachdem, was ihr habt. Vielleicht habt ihr auch schon eine gute passende Planeswalker-Karte, eine Else oder ein Teferi. Auf jeden Fall besser als die Sphäre im 4-Mana-Bereich. Also ihr könnt natürlich auch hier meine Budget-Variante natürlich upgraden. Aber es geht natürlich noch besser, wenn ihr das Deck jetzt noch ein bisschen verbessern wollt. Das ist auf jeden Fall die Grundlage. Ab jetzt werden eigentlich nur Einzelkarten verbessert. Habe ich uns wieder hier alles im Sideboard verpackt. Und hier die ersten beiden Karten, Birth of Meletis und Essensgetter. Das sind hier die Alternativkarten für Cleric und Disruption. In der Theorie finde ich zum Beispiel hier die Saga noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Also wenn ihr die Karte im Deck habt, auf jeden Fall damit zocken. Wir wollen jetzt heute auf jeden Fall hier auch mal die neuen Karten in Aktion sehen. Und außerdem sind halt wirklich hier diese Doppelkarten mit den Ländern echt gut, wenn man noch die Budget-Mana-Base spielt. Wir haben halt so tendenziell einfach mehr Länder im Deck. Ich meine, hier für Birth of Meletis, wenn wir kein weißes Mana haben, dann können wir die Karte auch nicht ausspielen. Wir kommen gar nicht an die weitere Ebene ran. Und das ist bei dem Cleric natürlich ein bisschen besser, wenn uns das weiße Mana fehlt. Irgendwie hier für unser 3-Mana-Removal zum Beispiel. Klar, hier sind jetzt viele blaue Karten, aber in der Theorie, je nachdem wie bei euch dann das Deck aussieht, der Cleric ist immer eine weiße Mana-Quelle. Notfalls auch die zweite weiße Mana-Quelle für einen Shatter. Also in der Anfangsversion beide Karten wirklich richtig gut. Könnt aber auch hier die Saga zocken oder Essensgetter, je nachdem wie das bei euch in der Sammlung aussieht, welche Karten ihr habt. Also könnt auch viermal Scatter, viermal die Saga spielen. Die Karten hier bei mir aus der Liste gar nicht spielen. Zwei von jedem, 1-3er-Split oder einfach andere Agro-Stopper, andere Counter. Das ist also immer möglich. Und jetzt gehen wir aber noch weiter. Eine Karte, die ich richtig gut finde, ist die Operation. Habe ich ganz spät erst getestet. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wird jetzt immer wieder öfters gespielt. Und ich muss sagen, habe ich jetzt selber getestet. Richtig, richtig gut. Würde ich tatsächlich viermal spielen. Die Karte ist halt in einem Punkt viel, viel besser als Banishing Light. Wenn man das Banishing Light kaputt macht, dann kriegt der Gegner die Karte ja wieder. Das sind halt teilweise Nicht-Kreaturenkarten, die gute Effekte haben, zum Beispiel gegen das Adventure-Deck, das Clover, Planeswalker-Karten, allgemein andere Verzauberungen. Die Karten wollen unsere Gegenspieler ja meistens zurückhaben, aber hier gibt es halt nur den Illusionsspielstein. Wir spielen früher oder später immer das Mass-Removal und es ist einfach so gut, die Karte dann zu klauen, die wir auf jeden Fall vom Feld haben wollen. Wenn der Gegner dann überhaupt die Operation kaputt bekommt, dann gibt es halt die Illusion, auch allgemein, wenn wir gegen sowas wie die Serpent spielen, also Kreaturen mit X in den Mana-Kosten, dann ist das halt ein richtiges Removal, könnte man auch so sehen. Also die Operation wirklich viel besser als am Anfang erwartet. Wäre auf jeden Fall hier die Upgrade-Karte dann für die vier Karten. Banishing Light und hier unser Enchantment-Paket finde ich halt viel, viel besser. Würde ich auf jeden Fall upgraden. Dann Brazen Borrower, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Super gute Karte, wieder zwei Effekte in einer Karte. Wäre natürlich hier viermal das Upgrade für das Unsummon ganz klar, ist einfach viel besser, vielleicht ein bisschen langsamer oder offensichtlich langsamer. Ich meine, kostet ein Mana mehr, dafür treffen wir auch wieder hier alle Nicht-Landkarten bei den Gegnern.
ultra gut auf jeden Fall. Und der Borrower, 3-1 fliegen, kann gut ein bisschen Bonusschaden machen. Manchmal reichen 3, 6, manchmal machen die sogar 9 Schaden, die Borrower. Also richtig, richtig gut. So ein bisschen so zur Unterstützung unserer Finisher würde ich auf jeden Fall immer zocken. Dann haben wir als nächstes den neuen Jace. Ist als Mythic Rare auf jeden Fall nicht so wichtig für euer Deck. Also hier unsere Budgetkarte ist natürlich das Research. Und den Jace würde ich auch eigentlich nur 2-mal spielen. Wie gesagt, nicht sofort craften, nicht 3 Stück davon spielen. Vielleicht wird sich später der Jace auch gar nicht durchsetzen können. Mir gefällt er aber sehr gut, denn unser nächstes Upgrade, also 2-mal Jace für 2-mal Research, schön im 3-Mana-Bereich. Und dann kommen wir nämlich hier zum ECD. Einfach das super flexible, super Removal. Unfassbar gute Karte. Passt toll in die Mana-Kurve gegen Kreaturendecks oder Midrange-Decks. Geschattert, Gegner legt eine Kreatur, wir legen direkt das ECD und später kriegen wir auch wieder eine Kreatur oder eine Planeswalker-Karte zurück. Deswegen finde ich 2-mal Jace richtig gut. Jace einfach später wiederbeleben, falls auch keine andere Karte im Friedhof ist. Ist wirklich, wirklich gut. Und außerdem nochmal hier kleine Anmerkung. Der Cleric ist halt auch hier wieder ein bisschen besser mit dem ECD als das Birth of Meletes. Also alle Karten haben wirklich Vor- und Nachteile. Ich meine, den Cleric können wir wiederbeleben mit dem ECD 2-4. Gar nicht mal so schlecht. Noch ein besserer Agro-Stopper. Es gibt wieder 2 Lebenspunkte. Also wäre auf jeden Fall richtig gut. Und ja, für das 4-mal ECD müssen wir natürlich Platz machen. Da würden wir hier die Captures 4 auf jeden Fall rausnehmen. Das ECD 4-mal hinzufügen. So, an der Stelle, das wäre halt richtig, richtig gut. Und dann tatsächlich das eine Research rausnehmen. Die Karte macht halt mehr als genug Vorteil, gerade wenn wir hier 2-mal Jace spielen würden. Und dann würde ich hier noch einen Counter rausnehmen. Der ist ein bisschen speziell. So hat mir das auf jeden Fall am besten gefallen. Jetzt habe ich die Karten gar nicht ausgetauscht. Leute, ich packe euch auf jeden Fall die komplette Deckliste, wie immer, auch in die Decklistensammlung. Findet ihr über die Videobeschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen wollt. Wir spielen ja gleich die Budget-Variante. Und ja, hier die letzten Karten werden nur noch Upgrades für die Mana-Base. Hier nochmal eine kleine Anmerkung. Die Cove, das Life-Gain-Duel, ist halt eigentlich eine Budget-Karte hier auf dem Kanal. Die würde ich tatsächlich nicht austauschen. Wir können uns immer Zug 1 das getappte Land erlauben, besonders wenn wir keinen Anz haben, sondern Brazen Borrower spielen. Und den Bonus-Lebenspunkt würde ich tatsächlich mitnehmen und dann tatsächlich später nur Standardländer austauschen. Dann als erstes 4-mal den Tempel upgraden. Dann haben wir auf jeden Fall genug Doppelländer. Das Castle könnt ihr spielen, wenn ihr wollt. Ich finde auch immer das blaue Castle etwas besser als das weiße Castle. Wenn ihr die in der Sammlung habt, auf jeden Fall spielen. Jede Einzelkarte kann halt so ein bisschen das Powerlevel anheben. Ich meine, wir haben bisher hier nichts anderes gemacht, außer das Powerlevel angehoben. Die Karten an sich erfüllen ja alle die richtige Rolle in der Strategie. Also in der Theorie sind wir immer noch vorbereitet. Nur wenn wir jetzt gegen genau das gleiche Deck oder ein ähnliches Deck spielen, wenn die Spiele sehr lange dauern, die gegenüber alle die guten Einzelkarten schon haben, dann ist das Deck halt tendenziell ein bisschen besser. Aber gerade die Kreaturen-Matchups sind wir wirklich perfekt vorbereitet. Werden wir gleich wahrscheinlich auch sehen. Noch kurz, die letzten Karten sind nämlich hier die Mythic Rare Länder und Ondus Inversion. Finde ich übrigens hier richtig, richtig gut. Kann man durchaus 2, 3, 4-mal in der Mana-Base spielen. Ich bin im Moment bei 2 Stück angekommen. Ist immer noch gut, so am Ende der Kurve. Nochmal Bonus-Mass-Removal. Hat mir sehr gut gefallen und am zweitbesten gefallen hat mir hier die Restoration tatsächlich. Das ist die Karte, die ich am Ende erst getestet habe. Auf den ersten Blick habe ich immer gedacht, ja, das ist eine gute Commander-Karte zum Beispiel. Aber in den ganz langsamen Matchups will man wirklich teilweise 2-mal die Karte spielen oder eben 3, 4-mal im Deck haben. Dadurch, dass wir die Karte nämlich im Deck haben, unsere Maximum Hand Size wird ja dann unlimitiert, sage ich jetzt mal. Wir können so viele Karten auf der Hand haben, wie wir wollen, ohne im Endstep welche abwerfen zu müssen. Und dann die langsamen Matchups, wenn wir auf einmal 7 Counterspells gefühlt auf der Hand haben. Also wenn ihr Probleme mit den langsamen Decks habt, die Restoration gefällt mir tatsächlich deutlich besser, jetzt kommt's, als der Call tatsächlich. Ich würde mich hier immer auf die Finisher verlassen. Wie eben schon erwähnt, 2-mal Dreamtrawler würde komplett reichen, gerade mit Brazen Borrower. Damit kann man auch Spiele gewinnen und ab dem Punkt finde ich die Restoration einfach viel besser. Ist quasi für ein Combo-Finish auch gedacht, weil der Trawler wird ja ordentlich gepumpt. Das ist aber nicht so wichtig, finde ich. Aber gut, Kartenvorteil finde ich tatsächlich besser als die 2 Engelspielsteine. Das sind nicht die stärksten Finisher. Hätten die vielleicht Wachsamkeit noch, die Engel, fände ich es deutlich besser. Also den Call, wenn ihr den in der Sammlung habt, könnt ihr auf jeden Fall zocken, aber garantiert keine Pflichtkarte. Lieber die Restoration, lieber die Inversion oder auch Castles, falls ihr sie schon in der Sammlung
Augen habt. Ja, das wären eigentlich alle Upgrades. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht alles umgeändert. Die komplette Deckliste könnt ihr euch nochmal in der Videobeschreibung anschauen. Aber ich denke, ihr seid jetzt super vorbereitet auf das Deck. Könnt das auch selber umbauen, zusammenbauen. Und wir zocken jetzt noch eine Runde zusammen. Ich lade uns wieder die komplette Budget-Variante mit der Sphäre, Doppel-Counter und alles. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein paar Spiele mit gewinnen können. Leute, viel Spaß! So, die erste Starthand. Oh ja, die sieht ja ganz gut aus. Cleric ist weißes Mana. Natürlich on the draw. Leider nicht der erste Zug. Aber Ansummon für Tempo, Counter, Card Draw. Alles, was wir haben wollen. Also wirklich in Ordnung. Können wir mit dem getappten Land starten gegen den Mulligan. Mit einem Tempel. Mal schauen. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. In der Theorie. Oh, noch eine Plains. Auch vielleicht können wir uns ja hier die Zauber doch behalten. Mal schauen. Was haben wir denn gefunden? Eine Lotus-Kobra. Natürlich. Ich würde sagen, die schicken wir sofort zurück auf die Hand. Wir wissen, wie gut die Kobra ist. Deswegen, nice. Mit der Insel gestartet, war tatsächlich ein Ticken besser. Dann können wir jetzt Ebene legen. Und je nachdem, wie das hier aussieht, können wir eventuell countern. Aber wahrscheinlich kommt ein Land. Nein, Leute. Schöner Start. Ansammeln war jetzt für Tempo. Aber wir können ja gut Kartenvorteil generieren später. Oh, das Land nicht gelegt vorher. Das ist natürlich bitter. Muss man auf dem Schirm haben hier den Counter. Den werden wir auf jeden Fall aktuell jetzt öfters sehen. Richtig gut. Leute, optimaler Start. Kobra bekommen. Counter ist am Start. Läuft. Länder sind am Start. Ah, ist schon nervig. Die Sache ist, der Counter ist sehr gut. Optimales Ziel, würde ich sagen. Sehr gut. Passt dann hier nicht so ganz mit den Karten. Aber Hauptsache, wir halten uns immer eine offen. Und sobald wir 6 Mana haben, wahrscheinlich Research. Ah, kann eskalieren. Muss, glaube ich, nicht sein. Solange wir kein Mass Removal haben, machen wir das mal lieber. Auch wenn wir gut Zeit haben. Ja, das wird weder Counter noch irgendwas. Oh, wir könnten das Research behalten für die Runde danach. Ich glaube nicht. Nächste Runde kickern. Könnte zu langsam sein. Machen wir einfach so. Das ist okay. Legen wir auch den Cleric. Ja, würde ich sagen schon. Nächste Runde. Neutralisieren oder Typhoon. Jetzt hier eine Runde ohne Interaktion. 3-4er Greathorn. Safe. Das ist nicht schlimm. Im Notfall können wir das totblocken, wenn wir Glück haben. Aber wir wollen vielleicht nicht gierig sein. Mal schauen. Kommt der Angriff? Greathorn auf Greathorn. Ist okay, würde ich sagen. Ist ja nur ein Land. Ich schätze mal, diese Runde Shark Typhoon und nächste Runde mit dem Mana könnte heftiger werden. Eine Symbiosis oder so. Die nicht unbedingt immer irgendwas trifft. Ja, das ist ein entspannter Block mit dem Hai, würde ich sagen. Wir müssen nicht countern. Und dann schön, nächste Runde ist der Counter auf jeden Fall wichtig. Oh, das ist gut. Leute, das ging extra schnell. Aber mit der Kobra am Anfang, das war ein perfektes Control-Spiel. Muss halt auch nicht immer lange dauern. Richtig, richtig gut. Ja, können wir sofort weiterzocken. Weiter geht's. So, die nächste Starthand. Natürlich on the draw. Wir haben kein weißes Mana. Ist aber trotzdem okay. Ich würde sagen, ist trotzdem ein Keep. Wir wissen ja nicht, gegen was wir spielen. Ja, moin, auf eine gute Runde. Okay, ein Speaker ist das Mono-Weiß-Agro. Mal gucken. Oh. Disruption geht auch klar. Jetzt muss halt nur das weiße Mana reinkommen. Ein Arior ist jetzt auch nicht so heftig. Wollen wir das Ansammeln behalten? Ich meine, die Lebenspunkte müssen ja erstmal reinkommen. Oh, hat doch nicht mal angegriffen, falls wir Rogues sind. Sind wir aber nicht. Haben keine Flash-Kreatur. Ja, optimal. Nehmen wir. Schadenspunkt gespart. Wir sind... Okay, wir sind Control, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt der Angriff. Ja, nehmen wir. Ist okay. Tatsächlich, Schadenspunkt gespart. Sauber. Ah ja, die weiße Mana-Quelle. Ist noch nicht ganz so wichtig. Lass mal lieber den richtigen Counter nehmen. Auch wenn hier scheinbar Mana fehlt. Ist okay. Ja, das ist natürlich direkt optimaler Start für uns. Sauber. Yo. Wenn man so ein Spiel halt hat, das ist halt quasi jetzt schon gewonnen. Einfach nur anhand der Decktypen, die hier gespielt werden. Natürlich nicht garantiert gewonnen, aber... Wollen wir die überhaupt countern?
Ja, ich will mal Mana benutzen. Wir haben ja echt gute Karten dahinter. Aber das ist halt jetzt echt so ein krasser Vorteil. Wenn man jetzt nicht nur schlechte Karten zieht, ist das halt nahezu gewonnen, tatsächlich. So, Landdrop. Wir sagen weiter Go. Haben wir Doppelcounter. Wir haben alles. Wir haben halt alles gegen eine 1-1er-Kreatur. Wir brauchen nur noch einen Finisher. Der Rest läuft. Light of Promise. Haben wir auch gar nicht so eine Aktion gesehen. Joa, jetzt könnten wir das Unsummon benutzen. Besser wird das halt nicht. Dann haben wir halt Unsummon gegen eine 3-Mana-Aura getauscht und die Karte zurück auf die Hand gebracht. Also das war wirklich ein gutes Unsummon an der Stelle. Hier hätte auch ein Counter jetzt mal funktioniert, also eine Disruption, aber da denke ich mir halt, das Unsummon war, das war zu verlockend. So, Dreamtrawler oder ähnliches. Alternativ, wenn man hier das Deck in eine richtig fiese Position spielt. Den lassen wir auch durch. Dann conceden die Leute ja auch manchmal. Eben ging das ja auch relativ schnell. Also hier, wenn nur solche Karten dann kommen, nichts im Spiel ist. Wir können halt tatsächlich ohne Finisher auch gewinnen. Auch immer ein Vorteil. Mal sehen. Banishing Light können wir noch auf den Heliod draufhauen irgendwann. Deswegen habe ich den mal durchgehen lassen. Der macht ja jetzt noch nichts. Schade. Das Land wurde gelegt. Och, ich meine, Leute. Hier ist das. Der Charmed Sleep eigentlich gut investiert. Ich lasse den mal durchgehen. Wer weiß, wofür wir den Counter noch brauchen. Der könnte noch richtig wichtig werden. Ja. Ja, finde ich gut. Solange die Devotion nicht am Start ist, alles gut. Wir haben immer noch eine Capture Sphere. Falls wir nochmal was Ähnliches machen wollen. Falls wir den Counter noch lieber auf der Hand behalten. Oh, das sieht echt gut aus. Wie erwartet. Komm, Dreamtrawler, wo bist du? Oh, der Commander. Oh ja, besser wird die Disruption nicht, würde ich sagen. Oh, da haben wir aber gute Ziele gefunden. Unsummon, Disruption, die haben alle gut getroffen dieses Mal. Da ist der Shark Typhoon. Optimal, Leute. Genau wie es laufen soll. Siebtes Land. Ja, das Problem ist Mono-Weiß mit 7 Ländern. Wir brauchen die Länder. Cup Warden. 1, 2, 3, 4, 5. Würde den Heliod andrehen. Ja, komm, schmeißen wir noch einen Counter dazwischen. Gut investiert, würde ich sagen. Hätten wir auch durchgehen lassen können. Wir machen den High. Nächste Runde Banishing Light oder so. Ich will noch die. Ich wollte gerade sagen, ich will noch die letzte Karte sehen. Das sind nur 1-1er-Token. Okay. Also nicht ganz mit dem Heliod, aber. Ja, und halt noch der Greif. Ah, ich glaube, das stört uns tatsächlich nicht. Cleric. Sagen wir einfach Go. Wenn das nicht eine gute Kreatur ist oder irgendwas hier für die Devotion, können wir halt mit dem Typhoon einmal blocken. Und dann 3 Schaden auf dem Board ist in Ordnung. Ah, Light of Promise. Sauber. Ich weiß, was wir kaputt blocken werden. Wir nehmen einmal den Schaden vom Heliod, ist kein Problem. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und greifen alle an. Sauber. Machen wir x gleich 5. Blocken wir hier schön den Token raus. Haben wir wieder einen Enchantment Plus gemacht. Oh Leute, das läuft aber geschmeidig. So. Ich meine, dann ist die Devotion auch wieder weg. Also selbst das Banishing Light müssen wir nicht unbedingt zünden, tatsächlich. Und die Lebenspunkte stören uns ja auch nicht. Ja. So, Heliod ist wieder weg. Und dann können wir hier schauen, ob wir da irgendwie gleich eine Capture Sphere drauf spielen wollen. Ich will nämlich irgendwie will ich angreifen. Ja, wir greifen an und spielen noch einen Shark Typhoon. Ist doch ein super Plan. Genau das gleiche nochmal. Bisschen Schaden aufs Board bringen. Wir können auch später kontrollen. Wir haben die ersten Züge so hervorragend wirklich gehabt. Das war wirklich. Das war schön. War gut. Leute, es passiert genau das gleiche nochmal. Unfassbar. Ja, nehmen wir. Interessant, dass jetzt anders angegriffen wird. Sauber. Wir hätten ja auch hier. Ne, wir haben ja nur 11 Leben. So viel ist das nicht. Ja, was sind das? 8, x gleich 6.
Ich meine, wir könnten notfalls den Heliod blocken. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Wir haben noch die Capture Sphere und alles. Wie gesagt, ich wollte hier Kreaturen ins Spiel kriegen. Damit ich Schaden machen kann. Das dauert halt einen Moment. Wir wollen unserem Gegenüber auch nie die Chance geben, sich da nochmal rauszuziehen oder so. Sollte aber nicht machbar sein. Selbst ohne Mass Removal haben wir das hier ganz gut unter Kontrolle. Das ist doch super. Ich meine, notfalls Ansammeln hier auf den Spielsteinen ist auch super gut. Wir haben halt echt wieder Top-Optionen. Das ist halt immer ein bisschen nervig, dass da die neuen kleinen Greife kommen. Aber ja, ich finde, es gibt Schlimmeres. Das Ansammeln ist mal wieder gut investiert. Einfach nur wegen dem Enchantment. Und den Rest schauen wir uns gleich an. Machen wir einen schönen Angriff für 11. Wir müssen ja auch schauen, was da kommt. Wobei, jetzt haben wir so viel Mana. Jetzt zocken wir das Banishing Light. Zwar ist das auch sehr nervig, die Karte. Aber ich glaube, das größte Problem wird immer der Heliod sein. Und jetzt sind wir ja relativ safe. Das ist ein Angriff für 3. Selbst wenn noch was gepumpt kommt, haben wir die Sphäre. Da ist der Speaker. Ah, der sollte wohl... Ah, wobei... Nee, muss auch nicht die Sphäre abbekommen. Warten wir lieber die nächste Runde ab. Wir haben ja nochmal hier 2 Lebenspunkte. Und solange der Speaker nicht aktivieren kann, ist ja alles cool. Wir dürfen uns halt wirklich gar nicht stressen. Cleric. Dann eine Sphäre. Ja, das sollte doch erstmal reichen. Wir zwingen ja auch hier eventuell unser Gegenüber in die Defensive. Ich meine, wir haben Doppel-High. Da muss man halt auch aufpassen. Und wir können immer Blocker wegtappen. Sauber, Leute, haben wir. Ganz kontrollig entspannt, würde ich sagen. Sauber. Auch richtig, richtig gut. Auch ohne Mass Removal. Ich glaube, da waren hier auch ein paar Budget-Karten bei dem Mono-Weißen Deck dabei. Aber würde ich jetzt nur fair nennen. Leute, auf zur nächsten Starthand. Und weiter geht's, die Starthand. Ja, sieht super aus eigentlich. On the play gegen jemanden, der Us heißt. Ist das ein Kreaturendeck? Dann ist das halt ein super Keep. Nein, das ist auf jeden Fall ein Keep. Oh, gegen den Mulligan, noch besser. Wir haben halt doppelblaues Mana, sowieso, für den Counter. Also, alles super. Wir starten mit einem getappten Cleric. Das wäre mir sonst zu riskant. Ich will dann auf jeden Fall Zug 3 countern können. Ist das ein Partydeck oder Clerics? Oder einfach nur Clerics. Dann legen wir mal einen eigenen Cleric. Agro-Stopper. Hätten wir auch als zweites weißes Mana benutzen können, aber ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Wir haben halt alles. Ich will lieber noch ein getapptes Land legen. Ah, ist okay. Das ist wirklich in Ordnung. Und ab jetzt haben wir einen Counter. Das Board ist ja safe. Da kann man noch nicht mal mit beiden angreifen, um 2 Schaden zu machen. Wir können ja mal die Partybestie, wie ich sie gerne nenne, blocken. Oh, 4-6 für 3. Das ist jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das Mana halt ziehen. Ist gut investiert, würde ich sagen. Der Counter läuft. Na, noch ein Shatter. Könnten den Typhoon zünden, um eventuell sicher an das Land zu kommen. Typhoon für X, das ist zu gefährlich. Lass Go sagen. Wahrscheinlich wird eh ein Counter reingespielt, den wir nicht haben. Also antäuschen ist hier nicht wirklich der Plan. Aspirant. Aha. Ist ein bisschen nervig. Ja, kommt halt ein 3-3er-Angriff. Wir könnten doppelblocken. Nee, können wir nicht. Ich will einfach die Karte ziehen halt. Das ist das Wichtige. 3 Schaden sind nie wichtig. Ich glaube, ich mache tatsächlich nichts. Wir lassen durch. Wir lassen unseren Gegner dann noch reinspielen, nämlich. Wir können ja nächste Runde nochmal blocken. Falls das jetzt genau das richtige Land ist. Natürlich. Aber wir gehen halt auch nur mal sicher. Wir tun einfach so, als ob wir das weiße Mana nicht finden. Aber wir haben Doppel-Shatter. Doppel-Shatter ist halt so gut gegen das Deck. Total albern eigentlich, da zu warten. Aber da kommt jetzt noch was. 100 pro. Squad Commander, wie war das nochmal? Macht einmal alle unzerstörbar und Token. Ja, ist alles okay. Solange die in unserem Zug nicht unzerstörbar sind, ist alles cool. Wir blocken ja jetzt. Was soll groß passieren? Kriegen wir halt
Keine Ahnung. Kriegen wir überhaupt Schaden? Wahrscheinlich nicht. Deswegen. Da können wir schon fast mit dem Cleric blocken und den zu selber zurück auf unsere Hand nehmen. Wollen wir das machen? Weil das ist ein super Board gegen eine Handkarte. Ja, komm, wir machen so. Block. Du trampelst ja nicht, ne? Nö. Dann machen wir Unsummon auf unsere Karte. Nehmen wir keinen Schaden. Sauber. Dann nehmen wir natürlich den Angriff für 1 mit. Ganz wichtig. Plains Shatter. Wir hätten jetzt das Unsummon behalten können, um hier die nächste Karte kaputt zu machen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Tatsächlich nicht. Partybestie. Noch ein Commander. Ja. Wir haben ja noch einen Shatter. Wir haben alles, Leute. Wir machen einfach den hier. Und das ist das, was ich eben meinte. Auf dem Spot könnte man schon mal gewonnen haben mit Control, ohne einen Finisher zu haben. Aber wird weitergespielt. Linvala. Sauber. Die blocken wir mit dem Shark Typhoon. Das ist ein übler Move. Ansonsten hätten wir Banishing Light gespielt und gegen die eine Handkarte. Wenn das schief geht, dann ist das halt so. Ist halt sehr selten, dass das schief geht. Gucken. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt noch nicht gereicht hat, Leute, sauber. Richtig solide, aber genau wie erwartet. Komm, dann machen wir noch eins. Weiter geht's. Leider on the draw, aber mit einer sehr guten Starthand. Schauen wir mal. Ja, mit dem Deck muss man halt wirklich immer schauen. Darum geht es halt irgendwie. Nett. Ah ja, das sieht echt ganz gut aus. Gegen eine Gilded Goose, das haben wir gefunden. Oh, das könnte Monogrün sein. Goose als Mana-Beschleuniger Zug 1. Cobra, Klassiker. Die können wir ja schon fast jetzt sofort zurück auf die Hand schicken. Wir können halt nicht viel machen und die Cobra, das eskaliert uns zu viel. Machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Das getappte Land muss halt auch nicht sein. So ist okay. Haben wir nächste Runde nämlich den Counter. Dann können wir nämlich schauen, je nachdem, was passiert. Oh, da kommt jetzt doch noch was. Fabled Passage. Natürlich. Jetzt nicht noch eine Lotus Cobra. Wobei, das wäre okay, wenn danach die Runde nur eine teure Karte kommt. Die können wir ja countern. Nun, falls ein bisschen Schaden über die beiden Cobras wäre okay. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oder was für 3? Nee, Doppel-Cobra, tatsächlich. Das ist ja wirklich in Ordnung. Die können wir später hier mit einem Cleric aufhalten. Oh, das gefällt mir sogar sehr. Gegen 2 gleich 3 Handkarten. Noch ein Shark-Typhoon. Das ist nicht ganz so perfekt. Notfalls kann man eine Cobra blocken. Auch mal. Aber wir brauchen jetzt erstmal den Counter. Wie gesagt, verlockend mit dem Typhoon. Aber nein. Dann wird uns da gleich der Riesenfinisher aufs Feld gelegt. Das muss nicht sein. Bis wir den Shatter finden. Das kann ja noch ein paar Runden dauern. Deswegen passiert gar nichts. Sauber. Dann zünden wir auf jeden Fall einen Typhoon. Kann immer noch was mit Flash oder so kommen. Vielleicht. Aber das wissen wir halt nicht. Deswegen Endstep Typhoon. Super. Auf jeden Fall. Oh ja. Deutlich besser, würde ich sagen. Der kleine Hai. Gegen die fiesen Kobras. Aber das ist echt okay. Was kommt jetzt? Bestimmt machen Food Token oder so. Ja, sauber. Das ist halt wirklich in Ordnung. Mit ein bisschen Glück können wir sogar was disrupten. Das ist halt immer doppelt schmackhaft, würde ich sagen. Wenn man damit was trifft. Ah, jetzt könnte was kommen. Da warten wir ja schon eine gesamte Runde drauf. Schon ganz lange, eine komplette Runde. Es ist recht viel Zeit. Oh, Sterix. Monogrün mutieren, ja. Das wollen wir auf jeden Fall neutralisieren. Da wird ja wohl nicht mehr super viel dahinter kommen. Hoffe ich. Jedenfalls nichts super krasses. Ja, ein Angriff wird wohl auch nicht kommen. Doch. Echt? Auch Gilded Goose für 0? Würde ich respektieren. Oh, sehr interessant. Pumpspell? Also klar blocken wir. Das ist halt viel zu verlockend. Wenn das passiert so, das wäre ziemlich optimal sogar. Ich meine, das war unser Plan. Lotus Cobra mit dem Hai blocken. Ah, eine Inscription. Ja, okay, das ist echt in Ordnung gewesen für uns. Wir brauchen halt wirklich das Mass Removal. Die sagst, wir haben einen 3-3er-Hai. Das ist immer noch in Ordnung. Oder wir blocken mit einem Cleric.
Nee, wir sagen Go. Haben wir immer noch den Counter, der garantiert nichts mehr treffen wird. Vielleicht kommt aber auch gar nichts. Und wir nehmen 6 Schaden, würde ich sagen. Trotzdem. Sicher ist sicher, oder? Ja, klar. Wir hätten mit einem 3-3er-Hai eventuell die Kobra blocken können. Kommt aber erstmal nichts. Okay, dann versuchen wir das einfach. An der Stelle. Wir brauchen halt noch die passenden Karten. Können notfalls auch noch über den Dreamtrawler oder so gewinnen. 3 Ebenen hintereinander. Das ist nicht optimal. Die Sache ist, wir verlieren gegen einen Primal Might oder sowas, wenn wir jetzt kickern. Aber jetzt kickern wäre halt richtig gut, weil die anderen Karten nicht so stark sind. Komm, hey, du musst das auf jeden Fall hier reißen. Wir müssen noch eine Runde überleben. 3 neue Karten. Oh ja, ist okay. Zumindest ein Removal. Und wenn wir enttappen, haben wir auch den Counter für den eventuellen Fight Spell. Aber ich schätze mal, auf den Moment wurde hier genau gewartet und jetzt kommt das Derricks, schätze ich. Was aber okay ist. Hauptsache, wir sterben nicht. Dann haben wir immer noch die Chance auf Shatter. Mal sehen. Ich meine, noch eine Inscription hätte man vorher gespielt, gegen ausgetappt. Und ich mache auf jeden Fall den Block. Sauber. Das ist wirklich okay. Jetzt die Frage, was kommt danach? Ich meine, wir haben den Cleric für die Cobra. Gilded Goose sehen wir sehr gerne. Ich glaube, wir haben ein bisschen Glück gehabt. Das gehört auch dazu. Die anderen Spiele waren so solide. Das ist echt okay. Sauber, jetzt haben wir halt hier einmal alles. Der Klassiker. Einmal alles, so funktioniert unser Deck. Sehr gut. 9 Leben. Super guter Blocker. Semi-guter Counter. Aber wir haben ja eine Sphäre. Und die Morphosis. Jetzt genau Derricks wäre nervig. Weil wir den Mutiertrigger nicht aufhalten können ohne Counter. Es ist ein Greathorn. Das ist auf jeden Fall okay. 3-4 fliegend. Haben wir vielleicht die Capture Sphere tatsächlich drauf. Die ist halt nie optimal gegen das Deck, aber ja, wir sind halt das Budget-Deck. Ich meine, hatten wir ein Problem damit? Nicht so wirklich. Also gegen kreaturenbasierte Decks ist halt die Budget-Variante auch super gut. Gilded Goose, Quartett gewinnt, der Klassiker. Aber nicht heute. Ich glaube, das sieht ganz gut aus für uns. Wir haben halt kein Control-Deck oder Super-Wildcard-Deck gefunden, sage ich mal. Ich weiß echt nicht, ob das so gut ist. Also, klar, wir können das spielen, aber ist das jetzt so wichtig? Wir haben genug Leben. Ich war da noch nicht so ganz von überzeugt. Ja, wir gehen einfach in unseren Zug. Natürlich ziehe ich dann noch die zweite Capture Sphere. Okay, ich hätte sie spielen sollen. Hätte ich wahrscheinlich so oder so machen sollen, aber ich sehe jetzt hier keine große Gefahr, wenn ich ehrlich bin. Derricks ist halt immer gefährlich. Ja, okay, jetzt ist aber Moment, wir machen aber auf jeden Fall so. Wir brauchen viel blaues Mana. Also auch wenn wir das nicht brauchen. Das ist ja hier nicht bekannt. Deswegen machen wir das so. Haben auf jeden Fall doppelblau signalisiert. Ich meine, wir haben einen Non-Creature-Counter. So ist es nicht. Das fände ich jetzt sehr interessant. Nee, okay. Sauber. Komm. Shatter. Das ist natürlich super. Aber wir brauchen halt jetzt einen Finisher. Hier shattern wir auf gar keinen Fall. Haben wir mal Doppel-Shark-Typhoon benutzt? Haben wir noch Doppel-Typhoon? Das lassen wir durchgehen. Doppel-Typhoon und Dreamtrawler. Aber Dreamtrawler gewinnt halt auf jeden Fall, wenn wir den finden. Und auch der große Hai wird gewinnen. Und das sieht doch jetzt super aus. Noch ein Swarm umsonst mitgenommen. Ich glaube, das reicht mir für Shatter Nummer 1. Was ist denn hier die letzte Karte? Das würde mich schon noch interessieren. Aber ich glaube, die wird uns nicht so gefährlich. Mach noch ein Food. Okay. Jo. 1000 Lebenspunkte in Food. Ja, ich glaube, das ist hier ein guter Moment. Aber auch hier das Gleiche. Mehr weißes Mana benutzen. Ich meine, das ist okay, oder? Wir können sogar noch eine Runde warten. Na, 6 Leben. Ich bin mal nicht gierig. Nicht, dass dann irgendwie doch der Pump-Spell, Pump-Fight-Spell kommt. Doppel-Pump-Fight-Spell.
ist es sehr unwahrscheinlich, dass da was Gutes kommt. Denke ich mal. Aber so sollten wir halt auf jeden Fall safe sein. Gegen 6 Mana und 24 Lebenspunkte. Great Horn. Mhm. Kein Problem. Ich wollte gerade sagen, da wäre die Capture Sphere super gewesen. Ja, Leute. Also ich glaube, das Deck hat man jetzt wirklich gut in Aktion gesehen. Wir hatten jetzt nicht so das ganz langsame Matchup. Die Spiele dauern zwar immer etwas länger, aber wir waren halt echt super, super gut vorbereitet. Und ich glaube, das waren erstmal alle Infos hier für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Infos mitnehmen. Das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt an den Daumen hoch. Würde ich mich wirklich mega drüber freuen. Vielleicht wollt ihr auch ein Abo dalassen, dann bleibt ihr immer up to date. Aber ansonsten kann ich euch jetzt hier nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.